Herzlich willkommen zur Vorlesung über Markov-Ketten. Nachdem wir uns in der letzten Vorlesung mit den Begriffen der Gleichgewichtsverteilung und des invarianten Maßes auseinandergesetzt haben, soll es in der heutigen Vorlesung vornehmlich um die Frage der Existenz von Gleichgewichtsverteilung gehen. Schauen wir uns das im Detail einmal genauer an. Dieser erste Satz dient als Werkzeug im weiteren Verlauf und für die Konstruktion von Gleichgewichtsverteilung, und er sagt das folgende aus. Also ich betrachte wiederum eine Nupé-Markov-Kette, die ich wieder mit xn bezeichnen möchte und die Werte annimmt im Zustandsraum E. Weiterhin betrachte ich eine nicht leere Teilmenge k meines Zustandsraums E, und von dieser Menge k möchte ich annehmen, dass die Zustände da drin zum einen kommunizieren und zum anderen rekurrent sind. Und das bezieht sich natürlich auf die Struktur von dieser Übergangsmatrix P. Und dann definiere ich für ein fest vorgegebenes x aus dieser Menge k das folgende Objekt, nämlich μ x von y, was nichts weiter sein soll als der Erwartungswert bei Start in x der Anzahl der Besuche im Zustand y, bevor die Kette, also die Markov-Kette, zurückkehrt in den Zustand X. Und hierbei bezeichnet wieder Sx die erste Treffzeit des Zustandes X. Und dann gelten die folgenden Aussagen. Also für alle x, y aus der Menge k, die verschieden sind, gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, bei Start in X den Zustand Y zu treffen, bevor ich den Zustand X treffe, dass diese Wahrscheinlichkeit positiv ist. Und zum anderen habe ich eine Darstellung von diesem Objekt μx von y. Nämlich, ich kann es auch schreiben als den Erwartungswert, also diesen Erwartungswert bei Start in x und den Anzahl der Besuche bevor ich in x wieder absorbiert werde. Auch als den folgenden Bruch, nämlich als die Wahrscheinlichkeit, bei Start in x den Zustand y zu treffen, bevor ich den Zustand x treffe, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei Start in y zunächst den Zustand x treffe, bevor ich den Zustand y treffe. Und zusammen mit dieser Aussage sieht man natürlich sofort, dass unsere Funktion μx von y Werte annimmt im Intervall 0 und endlich, also strikt positiv ist und von unendlich wegbeschränkt ist. Und das gilt für alle y aus meiner Menge k. Weiterhin gilt aufgrund der Tatsache, dass k eine kommunizierende Klasse darstellt, dass diese Funktion μx identisch 0 ist für auf dieser Menge k-Komplement und dass μx im Punkt x den Wert 1 annimmt. Das folgt direkt aus der Definition. Die zweite Aussage ist, dass in der Tat für jedes x aus der Menge k, diese Funktion μx, ein invariantes Maß bezüglich der stochastischen Matrix P darstellt. Und die dritte Aussage ist die folgende. Wenn ich mir ein weiteres invariantes Maß vorgebe, das ich hier mit Lambda bezeichnen möchte, und dieses vorgegebene Maß Lambda soll folgende zwei Eigenschaften haben. Zum einen soll es einen Punkt x in der Menge k geben, sodass Lambda von x den Wert 1 annimmt. Und zum anderen soll gelten, dass Lambda auf dem Komplement der Menge k identisch verschwindet. Und dann gilt, dass dieses Lambda dann mit dem Maß μx übereinstimmen muss. Schauen wir uns diesen Beweis im Detail an. Starten wir mit Teil A. Und die erste Beobachtung oder die erste Wiederholung ist das folgende. Dadurch, dass k eine rekurrente kommunizierende Klasse ist, wissen wir ja bereits aus diesem Satz 2.12, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand y in endlicher Zeit zu erreichen, 1 ist. Und das gilt für alle xy aus meiner Menge k. Und jetzt möchte ich wieder einführen die Karte Treffzeit. Das war also nichts weiter als anderes als das folgende. Also ich definiere die nullte Treffzeit des Zustandes x als 0. Und die Karte-Treffzeit als Zustand des X ist der erste Zeitpunkt nach dem k-1. Treffen des Zustandes X, bei dem die Kette, die Markov-Kette, wieder in dem Punkt X sich befindet.
Und jetzt möchte ich zunächst folgende Vorbetrachtung durchführen. Also ich nehme mir her zwei Elemente x und y aus der Menge k, verschieden sind, und ich fixiere einen kleinen k aus den natürlichen Zahlen. Und dann betrachte ich die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Kart-Treffzeit des Zustandes x kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes y. Und natürlich ist klar, wenn die Karte-Treffzeit des Zustandes y des Zustandes x kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes y, dann gilt das natürlich auch für die k-1. Treffzeit. Weil wenn ich k-mal getroffen habe, muss ich auch k-1-mal getroffen haben. Das heißt, ich kann sozusagen hier auch schneiden mit diesem Ereignis, dass der k-1. Treffzeit des Zustandes x ist, kleiner ist als die erste Treffzeit des Zustandes y. Und jetzt möchte ich bezüglich diesem Ereignisses wieder die Fallunterscheidungsformel benutzen. Das heißt, ich habe hier, betrachte hier also die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die k-1. Treffzeit eintritt, bevor ich den Zustand y treffe. Und dann bleibt hier noch übrig diese bedingte Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Karte-Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der kleiner ist als die erste Treffzeit des Zustandes y, gegeben, dass die k-1. Treffzeit des Zustandes x kleiner ist als die Treffzeit des Zustandes y, und dann gegeben, dass die Treffzeit des Zustandes x endlich ist, und gegeben, dass der Markov-Prozess zum Zeitpunkt des k-1. Treffens des Zustandes x sich in x befindet. Und wir sehen aufgrund der Tatsache, was wir hier oben bemerkt haben, dass dieses Event für jedes xy die Wahrscheinlichkeit 1 hat. Und wir wissen natürlich auch, zum Zeitpunkt des Treffens sind wir im Zustand x. Das hat auch die Wahrscheinlichkeit 1. Also können wir jetzt hier wiederum die starke Markov-Eigenschaft benutzen. Was sehen wir noch? Was wir noch sehen ist, dass dieses Ereignis in der Sigma-Algebra der T-Vergangenheit bezüglich der Stoppzeit sk-1 von x liegt. Weil, warum? Naja, ich kann natürlich an diesem Zeitpunkt entscheiden, ob ich die Menge, ob ich den Zustand y getroffen habe oder nicht. Also kann ich jetzt hier die starke Markov-Eigenschaft benutzen, und ich erhalte die folgende Aussage, nämlich, dass ich an der Stelle die Kette neu starten kann. Ich starte sie nämlich wieder in Zustand x, und durch den Shift der Zeiten erhalte ich hier die Aussage, dass die erste Treffzeit des Zustandes x eintritt, bevor ich den Zustand y treffe. Und jetzt sehe ich, kann ich natürlich rekursiv dieses Argument wiederholen, so lange, bis ich sozusagen auch an dieser ersten Stelle die erste Treffzeit oder das Ereignis habe, dass die erste Treffzeit des Zustandes x kleiner ist als die erste Treffzeit des Zustandes y. Und dann erhalte ich natürlich sukzessive diese Potenz k. Was haben wir jetzt damit erreicht? Wir wollten zeigen, dass diese Aussage gilt, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand y zu treffen, bevor ich den Zustand x treffe, dass diese Wahrscheinlichkeit strikt positiv ist. Nehmen wir also einmal an, diese Wahrscheinlichkeit wäre 0. Was ergibt sich daraus? Wir wissen zum einen, dass die Karte-Treffzeit des Zustandes x natürlich größer gleich k ist. Ich muss ja wenigstens k mal den Zustand x getroffen haben. Daraus folgt natürlich sofort, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes y einen Wert annimmt, der größer ist als k, den kann ich natürlich, diese Wahrscheinlichkeit kann ich nach unten abschätzen, indem ich dieses Ereignis hier drin kleiner mache, durch Ersetzen von k durch diese Treffzeit des Zustandes x, also der Kartentreffzeit des Zustandes x.
Und ich erhalte hier also hier an der Stelle diese untere Schranke. Jetzt kann ich natürlich ausnutzen, was wir hier gezeigt haben, was mir erlaubt, diese Wahrscheinlichkeit zu ersetzen durch die Wahrscheinlichkeit, bei Start an x den Zustand x zu treffen, bevor ich den Zustand y treffe zur Potenz k. Und jetzt möchte ich einfach zum Gegenereignis übergehen. Also taucht hier auf 1 minus diese Wahrscheinlichkeit bei Start an x, dass die Treffzeit des Zustandes y eintritt, bevor die Treffzeit des Zustandes x eintritt. Von dieser Wahrscheinlichkeit haben wir aber gerade angenommen, sie sei 0. Also was hier übrig bleibt, ist einfach nur diese 1. Und 1 hoch ist ja 1. Also haben wir gezeigt, dass diese Wahrscheinlichkeit nach unten beschränkt ist durch 1. Jetzt können wir natürlich einfach die Stetigkeit der Maße benutzen. Und das führt uns zu Folgendem. Also ich kann diese Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable sy den Wert unendlich annimmt, auf der einen Seite natürlich ausdrücken als den Limes k gegen unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Zufallsvariable sy einen Wert annimmt, der größer ist als 1. Auf der einen Seite haben wir aber gesehen, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade identisch 0 ist. Das folgte aufgrund der Tatsache, dass k eine rekurrente kommunizierende Klasse ist. Also hier benutzen wir die Rekurrenz. Auf der anderen Seite haben wir aber gezeigt, von diesem Ausdruck eine untere Schranke hergeleitet, die gerade gleich 1 war. Und damit haben wir einen Widerspruch erzeugt. Folglich muss die Wahrscheinlichkeit bei Start in x den Zustand y zu treffen, bevor ich den Zustand x treffe, positiv sein. War sozusagen der erste Teil der Aussage. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Aussage, nämlich dem Nachweis, dass ich diesen Erwartungswert auch als diesen Bruch dieser beiden Wahrscheinlichkeiten schreiben kann. Und hierbei möchte ich wiederum die starke Markereigenschaft benutzen. Und dazu möchte ich zuvor Folgendes betrachten. Also ich fixiere mir hier ein Groß N aus den natürlichen Zahlen und ein Element z aus meinem Zustandsraum E. Und dann betrachte ich die folgende Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Prozess in z starte. Und ich gucke mir an das Ereignis, dass meine Markov-Kette zum Zeitpunkt des Treffens des Zustandes y plus diese Zeit klein n sich im Zustand y befindet. Geschnitten mit dem Ereignis, dass dieses kleine n strikt kleiner ist als das Minimum aus der Treffzeit des Zustandes x und dieser natürlichen Zahl groß n, die ich gewählt habe, minus der Treffzeit des Zustandes y. Geschnitten mit dem Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes y eintritt, bevor ich den Zustand x treffe oder bevor sozusagen diese Zeit groß n eintritt. Jetzt kann ich, was ich hier machen möchte, ich möchte auf dieses letzte Ereignis bedingen. Damit erhalte ich hier also die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes y kleiner ist als das Minimum der Treffzeit des Zustandes x und dieser natürlichen Zahl groß n. Und dann habe ich hier hinten natürlich die entsprechende bedingte Wahrscheinlichkeit stehen. Und hier habe ich noch hinzugefügt, dadurch, dass ich weiß, zum Zeitpunkt des Treffens des Zustandes y bin ich natürlich mit Wahrscheinlichkeit 1 im Zustand y. Jetzt kann ich an dieser Stelle wiederum die starke Markov-Eigenschaft anwenden. Dadurch, dass das hier natürlich bezüglich y eine beschränkte Stoppzeit ist. Und damit erhalte ich sozusagen nach Start der Kette in dem Zustand y das folgende, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in y, dass die Markov-Kette zum Zeitpunkt n sich in y befindet, geschnitten mit dem Ereignis, dass mein klein n kleiner ist als das Minimum aus der ersten Treffzeit des Zustandes x und dieser Zahl groß n. Diese Vorüberlegung möchte ich jetzt zweimal im Laufe des Beweises benutzen. Was ich mir angucken möchte, ist ja dieser Erwartungswert,
Und diesen Erwartungswert bei Staaten X, der von den Anzahl der Besuchen im Zustand Y, bevor ich nach X zurückkehre, Minimum groß N. Also ich habe hier diese Stoppzeit sozusagen künstlich durch das Einfügen dieses Minimum von groß N nach oben gleichmäßig beschränkt. Und das hat einfach nur, das stellt einfach nur sicher, dass dieser Erwartungswert endlich ist. Und jetzt möchte ich mir das Folgende angucken oder die folgende Überlegung anstellen. Wann bekomme ich denn überhaupt den ersten Beitrag zu dieser Summe? Naja, den bekomme ich dann, wenn meine Kette zum ersten Mal den Zustand Y trifft, weil alle Zeitpunkte davor liefern keinen Beitrag zu dieser Summe. Also ist das in diese Summe hier auch das gleiche wie die Summe, die bei SY startet. Vorausgesetzt natürlich, dass SY eintritt, bevor diese Zufallsvariable, also ein Wert annimmt, der kleiner ist als dieser Wert SX Minimum groß N. Jetzt haben wir gesehen, jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Ich kann jetzt hier in dieser Summe erstmal ein Index-Shift durchführen. Das heißt, ich kann diese Summe auch von 0 starten lassen. Da muss ich natürlich an dieser Stelle dieses N verschieben um SY. Und entsprechend, die obere Schranke verschieben um SY. Und dann möchte ich sozusagen auch diese Summe hier auch schreiben als diese Reihe 0 bis unendlich, wobei ich jetzt künstlich diese entsprechende Indikatorfunktion eingefügt habe. Damit erhalte ich diese folgende Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass der Prozess zum Zeitpunkt dieser zufälligen Zahl SY plus klein n sich im Zustand Y befindet. Geschnitten mit dem Ereignis, dass diese natürliche Zahl klein n kleiner ist als diese Stoppzeit sx Minimum n minus sy. Geschnitten mit dem Ereignis, dass natürlich die Stoppzeit oder die Eintrittszeit oder die Treffzeit des Zustandes y eintritt, bevor ich den Zustand x treffe oder bevor diese sozusagen groß n eintritt. Und diese Wahrscheinlichkeit haben wir hier vorher gerade uns überlegt, wie man die umschreiben kann. Kann ich nämlich ausdrücken als das Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Das möchte ich hier tun. Und dadurch, dass wir hier in dem Fall z gleich x gewählt haben, erhalte ich das Folgende, nämlich hier die erste Wahrscheinlichkeit ist nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, den Zustand y zu treffen, bevor diese Stoppzeit eintritt, nämlich sx Minimum n. Und dann bleibt noch übrig, diese Summe klein n bis unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in y, dass mein Prozess zum Zeitpunkt n sich in y befindet und dass dieses kleine n kleiner ist als diese Stoppzeit sx Minimum groß n. Jetzt kann ich nämlich das, was ich hier vorne gemacht habe, das Umschreiben von diesem Erwartungswert in diese Summe der Wahrscheinlichkeiten, kann ich wieder rückgängig machen, indem ich einfach diese beiden Ereignisse mithilfe von Indikatorfunktionen schreibe und dann Fubini benutze, die Summe, diese Reihe in den Erwartungswert reinziehe. Und dann kann ich natürlich wieder diese Indikatorfunktion explizit in diesen oberen Summationsindex überführen. Damit habe ich sozusagen die erste Darstellung von diesem Erwartungswert gezeigt und ich habe bereits eine dieser Wahrscheinlichkeiten produziert, die auch in der Aussage vorkommen. Was wir uns noch angucken müssen, ist dieser zweite Erwartungswert. Das möchte ich jetzt tun. Also wieder eine ähnliche Überlegung. Ich betrachte also diesen Erwartungswert bei Start in Y und ich frage, wie viel Zeit verbringe ich denn in Y, bevor ich den Zustand X treffe? Minimum groß N. Ja, wann kriege ich hier einen Beitrag? Also zum einen kriege ich einen Beitrag für klein n gleich 0. Das ist gerade dieser eine Beitrag 1. Den nächsten Beitrag kriege ich genau dann, wenn diese Kette nach den Zustand Y wieder trifft. Vorausgesetzt, dieses Treffen des Zustandes Y
geschieht, bevor ich den Zustand oder diese Zufallsvariable sx Minimum ändere. Das habe ich sozusagen hier gemacht. Das heißt, alle anderen Summanden zwischen 1 und dieser zufälligen Zeit, die also strikt kleiner ist als dieser zufällige Zeit, haben keinen Beitrag zu dieser Summe. Jetzt möchte ich genauso wie vorhin vorgehen. Ich möchte einen Index-Shift durchführen, dass diese Summe hier bei n gleich 0 startet. Ich möchte diese obere Schranke, also die obere Summationsindex möchte ich sozusagen durch unendlich ersetzen und das kann ich dadurch erreichen, dass ich eine geeignete Indikatorfunktion einführe. Und dann erhalte ich wiederum die gleiche Wahrscheinlichkeit, die wir uns hier vor schon mal analysiert haben. Und ich kann wieder das Ergebnis einsetzen und erhalte in dem Fall die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y, dass ich SY treffe, bevor diese Treffzeit des Zustandes X Minimum groß N eintritt. Und dann bleibt noch übrig diese Summe N gleich 0 bis unendlich von der Wahrscheinlichkeit bei Start in Y, dass der Prozess zum Zeitpunkt N sich in Y befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x Minimum groß n größer ist als mein klein n. Und das kann ich diese Reihe von diesen Wahrscheinlichkeiten kann ich auch wieder umschreiben in den Erwartungswert. Was habe ich jetzt erreicht? Na, jetzt habe ich genau den gleichen Erwartungswert hier wieder reproduziert, mit dem ich gestartet bin. Also kann ich danach auflösen und ich erhalte als Ergebnis, dass sich der Erwartungswert bei Start in y der in y verbrachten Zeit, bevor ich den Zustand x treffe oder bevor groß n eintritt, das gleiche ist wie 1 geteilt durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in y, dass diese Stoppzeit sx Minimum n eintritt, bevor die Stoppzeit sy eintritt, also bevor ich den Zustand y treffe. Jetzt kann ich sozusagen diesen hergeleiteten Ausdruck an dieser Stelle einsetzen und ich kann den Satz über die monotone Konvergenz benutzen und erhalte damit das Folgende, nämlich dass der Erwartungswert bei Start in x der in y verbrachten Zeit, bevor ich in x wieder absorbiert werde, sich auch schreiben lässt als der Limes n gegen unendlich von dem Erwartungswert bei Start in x der in y verbrachten Zeit, wobei ich jetzt hier diese Zufallsvariable sx trankiere mit Hilfe von diesem Groß n. Was ich hier benutzt habe, ist die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich den Zustand x in endlicher Zeit treffe, 1 ist. Das habe ich hier an der Stelle ausgenutzt. Jetzt haben wir für diesen Objekt natürlich hergeleitet, dass sich der schreiben lässt, als dieser folgende Bruch. Jetzt kann ich an der Stelle natürlich einfach die Stetigkeit der Maße benutzen und diesen Limes ausführen. Und unter der Tatsache, dass natürlich die Treffzeit des Zustandes x mit Wahrscheinlichkeit 1 in endlicher Zeit geschieht, erhalte ich am Ende des Tages dann genau das gewünschte Resultat, nämlich dass sich dieser Erwartungswert ausdrücken lässt, als der Bruch von diesen Wahrscheinlichkeiten bei Start in x den Zustand y zu treffen, bevor ich zum Zustand x zurückkehre, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in y den Zustand x zu treffen, bevor ich den Zustand y treffe. Und die Aussage über das Verhalten von dem Maß μ x ergibt sich daraus sofort. Kommen wir jetzt zum Teil B der Aussage und die sagte aus, dass es sich bei μ x, das wir mit Hilfe von diesem Erwartungswert definiert haben, in der Tat um ein invariantes Maß handelt. Jetzt gucken wir uns an der Stelle zwei Fälle an. Der erste Fall ist, ich nehme mir her ein y aus dem Komplement dieser Menge k. Und dann weiß ich, dass für alle z in der Menge k natürlich per Definition z, der Zustand y nicht von z aus erreichbar ist. Mit anderen Worten, z und y kommunizieren nicht miteinander.
Und was nützt mir das? Naja, ich schreibe jetzt einfach mal die definierende Eigenschaft von einem invarianten Maß hin. Also ich betrachte die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum E, μ x von z mal dieser Wahrscheinlichkeit z, y. Jetzt sehe ich, ich weiß ja bereits, dass dieses Maß μ x von z ist identisch 0 für alle z aus K-Komplement. Das hatte damit zu tun, dass K eine kommunizierende Klasse ist und Elemente außerhalb von K kann ich aus K, von K aus nicht erreichen. Das heißt, diese Summe, die ich hier stehen habe, kann ich auch einschränken auf die Summation über alle Z aus dieser Menge K. Jetzt haben wir natürlich hier Y aus K-Komplement gewählt und wir wissen natürlich, Y ist von X, von Z aus per Definition nicht erreichbar, weil K eine kommunizierende Klasse ist. Das heißt, in dieser Summe sind jetzt alle diese Übergangswahrscheinlichkeiten identisch 0. Das heißt, diese Summe, die hier steht, ist identisch 0. Das ist aber auch gleich dem Wert von μ x an der Stelle y. Damit haben wir sozusagen hier schon mal nachgewiesen, dass für y aus K-Komplement in der Tat μ x die Eigenschaft eines invarianten Maßes hat. Bleibt natürlich noch nachzuweisen, dass das auch für y aus der Menge K gilt. Und hier benutze ich wiederum das nach Voraussetzung, dass x in der Menge K, das ich hier für die Konstruktion von diesem Objekt μ x gewählt habe, rekurrent ist. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte in einem ersten Schritt eine folgende Nulladdition durchführen. Also ich möchte μ x von y auch schreiben als die Summe, als den Erwartungswert bei Start in x, der Summe n gleich 1 bis sx von dieser Indikatorfunktion, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n in y befindet. Und hier habe ich natürlich jetzt zwei Dinge zu korrigieren. Zum einen nach Definition den Wert n gleich 0, das ist diese Wahrscheinlichkeit hier. Und was ich noch abziehen muss, ist der Wert, dass n gleich sx ist. Und das ist genau dieser Beitrag hier. Und hier habe ich noch geschnitten mit dem Ereignis, dass sx, also diese Treffzeit, in endlicher Zeit geschieht. Warum darf ich das? Naja, nach Voraussetzung ist ja x rekurrent. Das heißt, dieses Ereignis hier hat Wahrscheinlichkeit 1. Was sehe ich jetzt hier an dieser Stelle? Naja, diese Wahrscheinlichkeit kann nur zwei Werte annehmen, nämlich 1 und 0. Sie ist genau dann 1, wenn y gerade x ist. Und andernfalls ist die 0. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit kann ich auch mit Hilfe dieser Indikatorfunktion ausdrücken. Das zweite gilt auch hier hinten, nämlich der Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit, wissen wir ja, ist per Definition im Zustand x. Das heißt, dieses Ereignis hier ist die leere Menge, falls y verschieden von x ist. Und andernfalls ist der ganze Raum. Das heißt, ich erhalte hier auch wieder, kann diese Indikatorfunktion davor schreiben. Und was übrig bleibt, ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich den Zustand x in endlicher Zeit treffe. Und nach Voraussetzung wissen wir natürlich, dass diese Wahrscheinlichkeit den Wert 1 annimmt, sodass ich sehe, dass ich hier einfach die Index-Shift durchführen kann, ohne dass ich dieses Objekt verändere. Kleiner Hinweis, hier ändert sich natürlich was im Falle von transienten Zuständen. Schauen wir uns also jetzt diesen Erwartungswert genauer an. Den kann ich natürlich auch wieder umschreiben als die Summe n gleich 1 bis unendlich der Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in y befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n ist. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte schneiden, also mit den Ereignissen, wo sich der Prozess zum Zeitpunkt n-1 befinden kann. Und aufgrund der Sigma-Additivität kann ich das natürlich auch schreiben, als die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum von dieser Wahrscheinlichkeit
bei Staaten x, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n in y befindet, wenn er zum Zeitpunkt n-1 in z war und geschnitten mit dem Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes x nach der Zeit n eintritt. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte auf die letzten beiden Ereignisse bedingen. Also erhalte ich zum einen mit der Fallunterscheidungsformel die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n-1 in z befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x größer ist als klein n. Und dann habe ich hier noch diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in y befindet, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n-1 in z ist und gegeben diese Aussage über die Stoppzeit. Jetzt schauen wir uns dieses Ereignis, dass sx größer gleich n ist, genauer an. Das kann ich natürlich auch mit Hilfe von dem Gegenereignis schreiben, als das ist das gleich wie sx ist kleiner gleich n-1 Komplement. Jetzt sehen wir aber, dass dieses Ereignis hier, also sx kleiner gleich n minus 1, ist in dieser Sigma-Algebra f n minus 1x. Dadurch, dass das eine Sigma-Algebra ist, wissen wir natürlich auch, dass ein Komplement dran liegt. Das heißt, auch dieses Ereignis liegt in dieser Sigma-Algebra. Jetzt können wir natürlich den Satz 1,10 wiederum anwenden, also die Markov-Eigenschaft. Und warum? Naja, weil dieses Ereignis sozusagen nicht in die Zukunft guckt. Das sieht sozusagen nur etwas, was von dem Prozess vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt n-1 abhängt. Deswegen darf ich hier die Markov-Eigenschaft auch anwenden. Und das gibt mir dann das Folgende, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in z, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich in y befindet. Und das ist natürlich nichts weiter anderes als diese Übergangswahrscheinlichkeit z, y. Was hier vorne übrig bleibt, hier habe ich nur eine Kleinigkeit gemacht. Ich möchte nämlich im nächsten Schritt ein Index-Shift dieser Summe durchführen, weil hier ich ja mit n-1 starte. Um das zu machen, habe ich einfach an dieser Stelle auf dieser Ungleichung von beiden Seiten minus 1 abgezogen. Das steht hier. Und dann kann ich natürlich hier diesen Index-Shift durchführen. Die Reihe startet also bei n gleich 0. Und dann möchte ich wieder das Folgende machen. Ich möchte diese Wahrscheinlichkeit aufschreiben als einen Erwartungswert von zwei Indikatorfunktionen. Und dann möchte ich mit Hilfe von dem Satz von Fubini oder Beppolevi diese Reihe in den Erwartungswert reinziehen und sozusagen diese Bedingung hier ausführen. Und was ich dann sehe, ist, dass hier nichts weiter übrig bleibt als der Erwartungswert bei Start in x von dieser Summe n gleich 0 bis sx minus 1 von der Indikatorfunktion, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n in z befindet. Und das war ja nichts weiter als nach Definition μ x von z. Damit haben wir aber gerade nachgewiesen, dass μ x die Eigenschaft eines invarianten Maßes auch für Zustände y aus k besitzt. Und das impliziert, dass μx in der Tat ein invariantes Maß ist. Kommen wir jetzt also sozusagen zum letzten Teil der Aussage dieses Satzes. Und dazu betrachte ich jetzt ein weiteres invariantes Maß, das ich mit Lambda bezeichnen möchte. Und dieses Maß Lambda soll zwei Eigenschaften haben nach Voraussetzung. Nämlich zum einen soll es identisch verschwinden für alle Zustände aus K-Komplement. Und zum anderen soll es für ein x aus der Menge k die Eigenschaft haben, an dieser Stelle gleich 1 zu sein. Und ich möchte als erstes per vollständigen Induktion folgende Ungleichung zeigen, nämlich dass Lambda y größer gleich ist als diese Summe n gleich 1 bis groß n von dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in y befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n ist. Und das soll gelten für alle y aus k und für alle groß n aus den natürlichen Zahlen. Und die vollständige Induktion möchte ich über groß n durchführen. Schauen wir uns also das Ganze für groß n gleich 1 an. Und jetzt möchte ich einfach nur benutzen, dass Lambda ein invariantes Maß ist. Das heißt, ich schreibe einfach mal genau die
Eigenschaft eines invarianten Maßes hin. Dazu fixiere ich mir ein beliebiges Lambda aus k, y aus k. Und dann habe ich hier Lambda von y ist das gleiche wie die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum. Lambda von z mal diese Übergangswahrscheinlichkeit p z, y. Dadurch, dass diese beiden Ausdrücke hier nicht negativ sind, kann ich natürlich eine untere Schranke dadurch erreichen, dass ich alle Terme weglasse bis auf z gleich x. Und damit erhalte ich genau das Folgende, dass diese Summe nach unten beschränkt ist durch Lambda von x mal dieser Wahrscheinlichkeit des Überganges von x nach y. Das wissen wir jetzt aber, nach Voraussetzung wissen wir, dass Lambda von x gerade den Wert 1 annimmt. Und dann bleibt hier hinten nur noch diese Übergangswahrscheinlichkeit stehen und die kann ich auch schreiben als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich in y befindet. Und dadurch, dass ich natürlich weiß, dass mit Wahrscheinlichkeit 1 diese Zufallsvariable sx per Definition ein Wert größer gleich 1 annimmt, kann ich damit auch noch schneiden, ohne diese Wahrscheinlichkeit zu verändern. Und damit habe ich aber die gewünschte Ungleichung im Fall groß n gleich 1 bereits gezeigt. Kommen wir jetzt zum Induktionsschritt. Ich möchte diesen zeigen von groß n nach groß n plus 1. Und ich nehme wieder her ein beliebiges y aus der Menge k. Und ich starte wieder genauso wie im Induktionsanfang mit der Definition eines invarianten Maßes. Ich schreibe also Lambda y wieder als die Summe über alle z aus meinem Zustandsraum E. Lambda von z mal dieser Übergangswahrscheinlichkeit p z y. Jetzt mache ich erstmal das Folgende. Aufgrund der Voraussetzung weiß ich natürlich, dass Lambda von z identisch 0 ist für alle z aus k-Komplement. Das heißt, ich kann diese Summe auch einschränken auf alle z aus dieser Menge k. Und das möchte ich jetzt noch künstlich wie folgt schreiben. Ich möchte das einmal schreiben als die Summe z aus k ohne den Zustand x. Dann habe ich hier Lambda z mal pz, y plus Lambda x mal pxy. Das haben wir hier hinten gesehen, das haben wir schon in der Induktionsanfang gesehen, dass Lambda x nach Voraussetzung ja gerade 1 ist und dass ich dieses Matrixelement pxy auch schreiben kann als die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass der Prozess zum Zeitpunkt 1 sich in y befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich 1 ist. Auf der anderen Seite möchte ich an dieser Stelle hier jetzt die Induktionsvoraussetzung anwenden. Die erlaubt es mir, dieses Lambda von z nach unten abzuschätzen durch die Summe klein n gleich 1 bis groß n von dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n in z befindet und dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n. Und hier möchte ich jetzt an dieser Stelle wieder folgende, also diese Wahrscheinlichkeit, dieses Produkt der beiden Wahrscheinlichkeiten möchte ich jetzt im Detail analysieren. Dazu gucke ich mir das Folgende an. Ich betrachte hier zunächst einmal die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n plus 1 ist. Geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in z befindet und geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n plus 1 in y befindet. Jetzt möchte ich auf diese ersten beiden Ereignisse wieder bedingen. Damit erhalte ich mithilfe der Fallunterscheidungsformel zunächst einmal diese Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass diese Zufallsvariable sx einen Wert annimmt, der größer gleich n plus 1 ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich in z befindet, multipliziert mit dieser bedingten Wahrscheinlichkeit, nämlich dass bei Start in x sich der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in y befindet, gegeben, dass er zum Zeitpunkt n in z ist und gegeben, dass diese Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n plus 1 ist. Jetzt möchte ich wiederum auf diese bedingte Wahrscheinlichkeit die Markov-Eigenschaft anwenden. Dazu muss ich noch folgende Überlegung anstellen. Nämlich, ich betrachte wiederum dieses Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt,
der größer gleich n plus 1 ist. Das kann ich natürlich auch wieder ausdrücken mit Hilfe der des Komplement dieses Ereignisses. Und das ist nichts weiter als, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der kleiner gleich n ist. Davon das Komplement, das ist genau dieses Ereignis. Jetzt sehe ich aber, dieses Ereignis hier drinnen ist natürlich messbar bezüglich der Sigma-Algebra fnx. Das heißt, es ist messbar bezüglich der aller Ereignisse, die durch den Prozess erzeugt werden, vom Zeitpunkt 0 bis zum Zeitpunkt n. Dadurch, dass es sich hierbei um eine Sigma-Algebra handelt, wissen wir natürlich auch, dass das Komplement von diesem Ereignis in dieser Sigma-Algebra liegt, was nichts weiter bedeutet, als dass dieses Ereignis, das uns hier interessiert, auch in dieser Sigma-Algebra liegt. Das heißt, was wir hier wieder haben, ist ein Ereignis, was nur abhängt vom Prozess bis zum Zeitpunkt n. Und daher, dadurch, dass wir nicht in die Zukunft gucken, kann ich hier natürlich genau wieder den Satz 1.10 anwenden, also die Markov-Eigenschaft, und erhalte damit diese Wahrscheinlichkeit bei Start in z, also ich starte hier neu, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt 1 in y befindet und das nichts weiter als diese Übergangswahrscheinlichkeit gzy. Auf der anderen Seite kann ich hier noch folgende Überlegung anstellen. Nämlich, ich behaupte, dass ich dieses Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n plus 1 ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess zum Zeitpunkt n sich im Zustand x befindet und im Zustand z befindet und z ungleich x ist, dass es mir das gestattet, dieses erste Ereignis auch zu ersetzen durch das Ereignis, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n ist. Warum? Naja, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist einfach nur, ob sozusagen diese Treffzeit eintritt zum Zeitpunkt n. Darin unterscheiden sich die beiden. Warum kann das aber nicht der Fall sein? Naja, weil wir gerade wissen, zum Zeitpunkt n befindet sich der Prozess im Zustand z und z ist ungleich x. Daher darf ich diese Ersetzung machen. Und jetzt sehe ich, was hat uns das gebracht, diese Überlegung. Dieses Produkt dieser beiden Wahrscheinlichkeiten ist ja gerade der Term, der uns interessiert. Also dürfen wir diesen ersetzen durch genau diese Wahrscheinlichkeit. Daraus erhalten wir jetzt das Folgende. Nämlich, dass ich Lambda y nach unten abschätzen kann, durch die Summe über alle z aus der Menge k ohne x, von dieser Summe klein n gleich 1 bis groß n, von dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n plus 1 ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass der Prozess sich zum Zeitpunkt n im Punkt z befindet und zum Zeitpunkt n plus 1 in y. Jetzt kann ich natürlich das Folgende machen. Aufgrund der Tatsache, dass die Treffzeit des Zustandes x größer gleich n plus 1 ist, weiß ich natürlich auch, dass ich zum Zeitpunkt n nicht in x sein kann. Das heißt, ich kann jetzt wieder die Sigma-Additivität benutzen und diese Summe in diesen Erwartungswert hineinziehen als Vereinigung. Dann erhalte ich erstmal, dass der Prozess xn Werte annimmt in der Menge k. Und aufgrund der Tatsache, dass k eine kommunizierende Klasse ist und ich weiß, dass ich, wenn ich in der kommunizierenden Klasse starte, keinen Punkt erreichen kann, der außerhalb ist, kann ich natürlich dann auch noch, ist das bereits dieses Ereignis, dass xn Werte in k annimmt, gerade gleich ganz Omega. Deshalb fällt dieses Ereignis dann weg. Und was hier noch übrig bleibt, ist genau diese Summe n gleich 1 bis groß n von dieser Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass Sx einen Wert annimmt, der größer ist als n plus 1, geschnitten mit dem Ereignis, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n plus 1 in y befindet. Und jetzt möchte ich hier einfach nur ein Index-Shift durchführen. Und das gibt mir dann die Summe, die bei n gleich 2 startet und bis groß n plus 1 läuft. Und den ersten Term erhalte ich zusammen mit dem Term. Damit habe ich die gewünschte Ungleichung
die wir hier nachweisen wollten, gezeigt. Was nützt uns das jetzt? Wir wollten ja nachweisen, dass dieses Lambda gerade mit μ x übereinstimmt. Zunächst einmal folgt natürlich aus dieser Ungleichung, dadurch, dass das für jedes große n gilt, dass Lambda y auch größer ist als der Limes n gegen unendlich von dieser Summe n gleich 1 bis groß n von dieser Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess bei Start in x sich zum Zeitpunkt n in y befindet und die Treffzeit des Zustandes x einen Wert annimmt, der größer gleich n ist. Jetzt kann ich natürlich auch wieder diese beiden Ereignisse mit Hilfe von einer Indikatorfunktion schreiben. Ich kann diese endliche Summe in den Erwartungswert hineinziehen und ich kann sozusagen dann noch mit Hilfe von der Satz über die monotone Konvergenz auch den Limes in den Erwartungswert hineinziehen und erhalte die folgende Aussage, dass das nämlich nichts weiter ist als der Erwartungswert bei Start in x und diese Summe n gleich 1 bis sx von der Indikatorfunktion, dass sich der Prozess zum Zeitpunkt n in y befindet. Wir haben ja bereits gesehen, aufgrund der Tatsache, dass die Klasse k rekurrent ist, dass dieser Erwartungswert übereinstimmt mit μ x von y. Das war, was wir uns im Schritt b an dieser Stelle überlegt haben. Was können wir jetzt machen? Also wir wissen, Lambda y ist größer als μ x von y. Also kann ich hier die Differenz betrachten. Und das gibt mir das Folgende, dass Lambda minus μ x ein invariantes Maß ist. Und was weiß ich noch? Ich weiß natürlich auch, dass Lambda minus μ verschwindet für alle y aus K-Komplement und diesem Zustand x. Warum auch bei x? Naja, nach Voraussetzung war ja Lambda an der Stelle x gerade gleich 1 und μ x war auch an der Stelle x gleich 1. Was wir zeigen wollen, dass Lambda nicht nur für diese y aus dieser Menge verschwindet, sondern für alle y aus meinem Zustandsraum. Das ist unser Ziel. Dann gilt nämlich diese Gleichheit. Also nehmen wir uns ein y aus der Menge k ohne x her. Was wissen wir natürlich? Wir wissen, dass aufgrund der Tatsache, dass k eine kommunizierende Klasse ist, dass ein n existiert aus den natürlichen Zahlen, sodass die Übergangswahrscheinlichkeit bei Start in n Schritten nach x zu gelangen, positiv ist. Das möchte ich jetzt nutzen, nämlich ich betrachte einfach einmal dieses Maß Lambda minus μ x an der Stelle x, von dem ich ja weiß, dass es 0 ist. Aufgrund der Tatsache, dass Lambda minus μ x ein invariantes Maß ist, was daraus folgt, dass Lambda ein invariantes Maß ist und μ ein invariantes Maß ist, kann ich das natürlich auch schreiben als die Summe über alle z aus e von Lambda minus μ x an der Stelle z mal dn z, x. Weiß ich natürlich, ich kann erstmal diese Summe einschränken auf alle z aus k. Und weiterhin weiß ich dann auch noch, dass für z aus dieser Menge k dieses Maß, also dieses Maß hier nicht negativ ist. Dass das Objekt hier nicht negativ ist, ist klar. Also kann ich sozusagen die untere Schranke wieder dadurch erreichen, dass ich z gerade gleich y wähle. Damit erhalte ich also den folgenden Ausdruck. Als untere Schranke Lambda minus μ x an der Stelle y mal diese Übergangswahrscheinlichkeit Pn y x. Von der wissen wir jetzt aber aufgrund der Wahl von n, dass dieser Ausdruck strikt positiv ist. Und daraus folgt natürlich sofort, dass Lambda minus μ x identisch 0 ist, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich auch wissen, dass Lambda größer gleich μ x ist. Also haben wir gezeigt, dass für jedes y aus dieser Menge k ohne x auch die Gleichheit zwischen diesen beiden Maßen gilt. Und damit haben wir gezeigt, dass diese beiden Maße übereinstimmen.